dass ich mit meiner Zwillingsschwester ein Apartment habe, aber ich möchte, dass alle so wohnen, wie sie möchten. Ja, wir wollen, ich will nicht am Rand stehen, sondern beim Sport auch mitmachen. Ich möchte ins Theater gehen, aber ich kann ja da nicht hin, weil ich ja im Dorf wohne. Ich möchte einen barrierefreien Bus haben oder flexiblen Bus haben und Fahrdienst. Also kann ich die Veranstaltung nicht benutzen. Ich möchte, dass alle Leute die gleiche Chance haben, sich zu integrieren. Ich schaue ab und zu Nachrichten an und ich verstehe nicht, was die Politiker sagen, weil die manchmal nuscheln und in mir ist es manchmal schon schwierig. Ich habe ein Anliegen an die Politiker und an mehr Arbeitsplätze für die Behinderten. Es wäre schön, wenn der Boden in der Fußgängerzone nicht so uneben wäre. Es gibt nicht genug barrierefreien Wohnraum, der auch bezahlbar ist. Ich gehe auf eine Förderschule. Dort gefällt es mir gut. Ich mache dort auch Ballett. Ich würde gern auch in einem Verein Ballett machen. Ich treffe mich gerne mit Freunden. Ich würde auch gerne mit meinen Freunden in einer WG wohnen. Aber es ist nicht leicht, etwas zu finden. Ich möchte mehr am öffentlichen Leben teilnehmen. Oft gibt es keine Räume für Pflege, die schon Bedarf. Ich wünsche, dass wir die gleichen Rechte haben auf den ersten Arbeitsmarkt wie Menschen ohne Behinderung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Jahre 2006 hat die Stadt Neumarkt durch mich als Oberbürgermeister den Tag für Menschen mit Behinderung eingeführt auf dem Volksfest im August. Und dies wird von den betroffenen Menschen sehr gerne wahrgenommen. Ich glaube, eine gute Einrichtung. Und wir wollen dies natürlich in der Zukunft auch fortführen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie alle herzlich grüßen. Ich freue mich, dass ich zum Protesttag am 5. Mai Deine Stimme für Inklusion der Arbeitsgemeinschaft offene Behindertenarbeit im Landkreis Neumarkt einen Videobeitrag geben kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen Menschen in Verbindung bringen. Das geht umso leichter, je weniger Barrieren es gibt. Wir als Landkreis Neumarkt schaffen das mit Inklusionsprojekten wie dem Neubau des Sonderpädagogischen Förderzentrums und des Ostendorfer Gymnasiums, mit dem wir Schülerinnen und Schüler der beiden Schulen nicht nur räumlich, sondern auch zusammenbringen.